Moin Leute, ja, Metaxa Games meldet sich mal wieder seit langem und ja, jetzt gibt es ein paar Infos, wie es weitergeht. Und zwar, wir sind mittlerweile zu viert. Also, es bin einmal ich, also der Screenplayer, dann noch der Bernie sowie Schiepe und Stereo Jumper. Und ja. Wir haben uns überlegt, 2013 machen wir ein bisschen mehr auf dem Kanal und wollen ein bisschen größer werden. Und jetzt will ich euch erstmal vorstellen, wie wir uns das gedacht haben, wie wir das erreichen können. Wer mehr Leute erreichen können, sagen wir so. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu den Änderungen. Jetzt. Wir haben uns überlegt, weniger Ego-Shooter Videos zu machen, also von Call of Duty oder von Battlefield, weil mittlerweile macht das eigentlich jeder und jetzt werden wir vermutlich nur noch also richtig gute Clips mal hochladen, wenn wir wirklich Lust haben, aber wirklich nur, wenn es auch dringend ist oder so, oder wenn es wichtig ist, werden wir auch mal ein Commentary zu Call of Duty oder Battlefield machen, aber sonst wirklich nur so Clips oder so. Weil, wie gesagt, das macht einfach jeder und ja, das ist nicht mehr so schön. Gut, außerdem werden wir regelmäßige Abstände demnächst haben, indem wir Videos hochladen. Das wird für den Anfang erstmal einmal die Woche sein und das voraussichtlich jeden Freitag. Steht noch nicht ganz fest, aber könnt euch eigentlich schon mal drauf einstellen. Gut, außerdem, es werden nicht mehr so viele gemischte Videos sein. Also da mal hier ein Intro für den und den und dann mal wieder ein Video und dann wieder ein Commentary. Also, ja. Versteht ihr dich? Also, das versteht ihr, denke ich mal. Ich verhaspel mich meistens, wenn ich irgendwie so unter Druck stehe. Ja. Okay, gut. Neuerung. Mehr Commentaries bzw. Gameplays zu weniger bekannten, aber trotzdem sehr guten Games. Ja, was ich mir darunter gedacht habe, da wir dann weniger Call of Duty und so hochladen, werden wir dann mal so kleinere Games kommentieren, Let's Playen. Und was ich jetzt erstmal so cool finde, wäre irgendwie Hawken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber habe ich jetzt mal auch von GameStar. Die hatten da gerade ein Video hochgeladen, so Grafikverbesserung. Und das Spiel sieht echt geil aus. Also das werde ich, denke ich mal, spielen. Ja, doch. Und ja, also was meine ich damit generell? Also zum Beispiel Slender. Das ist zum Beispiel ein Spiel, eins der besten Spiele 2012 und es ist einfach mal was Neues gewesen, ne? Und sowas will ich jetzt, wollen wir auf dem Kanal bringen, also nicht nur so das, was alle spielen, sondern einfach mal was Neues, ja. Also dem haben wir uns vorgenommen, gemeinsame Commentaries zu machen, in dem halt mal aktuelle Themen angesprochen werden. Wie zum Beispiel das Spieletipps macht, die posten ja immer was auf Facebook oder GameStar auch. Und diese Themen werden wir dann nochmal im Video ansprechen, diskutieren, debattieren. Und ja. Außerdem wollen wir ein neues Intro und also beziehungsweise auch Kanaldesign machen. Momentan ist ja im Kanaldesign Battlefield und Assassin's Creed 3. Battlefield Videos gibt's, Assassin's Creed 3 nicht. Habe ich aber erwähnt oder gesagt, dass ich das machen werde, dass ich das Let's Playen werde. Ja, tut mir leid, weil ich es nicht gemacht habe. Das liegt aber ganz einfach daran, dass, also ich finde das Spiel gut, also super eigentlich, ne? Nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, da findet ihr Assassin's Creed scheiße. Nee, ich find's wirklich gut, aber zum Let's Playen finde ich das erstens, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, zu spät und zweitens auch zu lang. Also
Ja, wie soll ich sagen? Wenn ihr wirklich zum Beispiel Assassin's Creed nicht spielen könnt bei euch oder was weiß ich was für Gründe und dann Videos gucken wollt, dann rate ich euch mal, was weiß ich, Saraza oder so. Weil ich weiß nicht, wenn ich da jetzt was hochladen würde, dann wieder von vorne und nee, also wenn wirklich mal richtig Let's Playen, dann von Anfang an, wo alle wirklich vorne anfangen, das Spiel zu Let's Playen, wo es komplett neu ist. Und mittendrin, das macht keinen Sinn, finde ich zumindest. Und dann noch zum Multiplayer. Also, er ist jetzt nicht der schlechteste, aber er gefällt mir nicht so toll. Also, er gefällt mir nicht so gut. Und deswegen werde ich persönlich auch kein Video vom Multiplayer machen. Ja, so viel zu Assassin's Creed. Ja, gut. Das sind jetzt eigentlich unsere Gedanken gewesen, wie wir mehr Zuschauer erreichen können. Wenn ihr noch ein paar Ideen habt, schreibt's in die Kommentare. Schreibt immer was in die Kommentare. Wir sind gerne für irgendwelche Fragen oder Ideen offen. Und ja, jetzt im Anschluss werde ich noch ein Video anhängen. Da habe ich einfach mal was mit meiner neuen Kamera probiert. Apropos neue Kamera. Ja, wir haben schon lustige Ideen, was wir mal machen werden. Das wird so Anfang Sommer sein. Also da kommt was richtig Gutes, Real Life. Und darauf könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja. Ja, was gibt's sonst noch zur Kamera? So ein paar lustige Clips oder so werde ich vielleicht mal machen. Also werde ich vielleicht mal hochladen, die ich so im Alltag gedreht habe oder so. Ich weiß noch nicht genau. Das war jetzt mein erster Versuch, also das Video, was jetzt kommt, wo ich einfach mal Picture für Picture einfach mal was gezeichnet habe. SpongeBob. Und ja, guckt's euch einfach mal an, sagt mal eure Meinung, ob man das noch verbessern kann und ob man das auch weitermachen kann, sowas halt mal, ne? Also ich würde sogar es gerne nochmal machen. Und ja, bis dahin erstmal danke fürs Zuschauen. Bringt eure Ideen ein, wie gesagt, und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!